Die Kirche Wang wurde um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert am Wangsee in Südnorwegen erbaut. Heute steht sie in Karpacz-Krummhübel im polnischen Riesengebirge. Ein Wunder? Nein. Das Ergebnis der Rettung dieses wertvollen Denkmals der Wikinger Architektur. Angeregt durch den norwegischen Maler Jan Christian Dahl wurde das für den Abriss bestimmte Gotteshaus vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Erworben. Demontiert und in Kisten verpackt, reiste die Holzkirche 1841 bis 1842 per Schiff und Pferdewagen über Stettin und Berlin nach Schlesien, das damals preußische Provinz war. Am Fuße der Schneekoppe wurde sie als Geschenk an die evangelischen Gläubigen originalgetreu wieder errichtet und 1844 im Beisein des Königs eingeweiht. Auch ein separater steinerner Glockenturm entstand, der die Gottesbotschaft in den Bergen verkünden soll. Die senkrechten Stäbe der Kirchenwand aus stark harzhaltigem Kiefernholz haben ihr den Namen gegeben, Stabkirche. Ein Laufgang um das Kircheninnere diente einst als Kälteschutz und Ort der Buße, aber auch als Stellplatz für Waffen und Fischernetze. Nur 30 Kirchen dieser Bauweise sind erhalten geblieben. Die Kirche Wang als einzige außerhalb Norwegens. Heute bewundern jährlich unzählige Besucher das nordische Kunstwerk. In Rebschlingen verflochtene Schlangen. Zähnefletschende Löwen, aufgerissene Drachenbeuler, Wikingergesichter mit gespaltenen Zungen. Die Portale, Türen, Säulen und weitere Konstruktionsteile sind mit kunstvollen Wikinger-Schnitzereien verziert. Möglicherweise hatten die Säulen mit Tieren, Pflanzen und Masken zuvor als Masten auf Wikinger-Schiffen gedient. Das aus einem Eichenholzstück gearbeitete Kreuz von 1844. Der gekreuzigte Heiland 1846 aus Lindenholz gefertigt und das Taufbecken im niederschlesischen Barock gehören zu neueren künstlerischen Elementen.